Hey, ihr wundervollen mehr als 10.000. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell schon wieder ein Kanal-Update machen würde. Das letzte war ja gerade mal im August, aber die Umstände rechtfertigen das, denn es gibt viel Neues. Zuallererst, wir sind hier mittlerweile mehr als wirklich unglaubliche 10.000. Ich fand ja schon die ersten 1.000 von euch echt krass, ne? Aber ich spare mir lange Reden einfach ein. Riesig fettes Danke an euch alle, dass ihr hier irgendwann mal auf Abonnieren gedrückt habt, dass ihr so super fleißig schaut, meinem Gesabbel lauscht, die Videos kommentiert, auf dem Discord chattet, den Kanal bei Patreon unterstützt und sicherlich noch sehr viel mehr. Danke euch allen, jedem Einzelnen von euch, auch wenn ihr zu den stillen Zuschauern gehört, denn auch das Schauen der Videos ohne irgendwas weiteres ist super Support, der mich mega freut. In den letzten 6 Jahren hat sich meine Meinung zu Abo-Specials allerdings nicht geändert. Ich bin da echt kein Freund von. Also nein, da wird es nichts geben. Wobei, also vielleicht ist die erste Neuigkeit direkt sowas wie ein Special. Vielleicht kann ich euch das als Abo-Special verkaufen. Ich habe euch nämlich im letzten Update im August gesteckt, dass ich ja doch irgendwie ab und an mal über einen Merch-Shop nachdenke und habe euch gefragt, ob ihr euch das auch vorstellen könntet. Eure Kommentare dazu habe ich fleißig gelesen und eine positive Resonanz wahrgenommen. Nachdem ich dann im Dezember oder so um den Dreh auf dem Discord danach nochmal gefragt wurde, ich sag mal einfach, das hat mich angefixt und wer mich kennt, weiß, was dann passiert, dann fokussiere ich mich erstmal total darauf. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fände es richtig einfallslos und langweilig, einfach nur mein Logo, das RZ, auf diverse Dinge zu pappen und zu sagen, hier, viel Spaß. Nee, das einfach nee. Stattdessen gibt's ein paar Designs, die ich halt mal eben einfach selbst gemacht habe. Also nein, es war weder mal eben noch einfach, aber das spielt ja auch keine Rolle, denn ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen und war den Aufwand auf jeden Fall wert. Ein paar der Designs seht ihr hier auch gerade schon im Bild. Keine Sorge, das wird jetzt kein zweistündiges Teleshopping mit Raku oder sowas. Kaufen Sie jetzt diese zwei wunderschönen Oberbekleidungsaccessoires zusammen zum Preis von nur 3 Stück und wir legen die Sauerstoffmaske einfach mit dazu. Nur heute, nur für Sie. Rufen Sie jetzt an unter 01805555. Wie auch immer. Ihr erreicht den Shop ganz einfach unter rakusaat.shop und natürlich steht das auch in der Videobeschreibung. Als in Anführungsstrichen Partner dafür habe ich mir Teespring ausgesucht, die für sowas definitiv keine Unbekannten mehr sind. Der sehr angenehme Vorteil für mich ist, dass ich mich quasi um nicht wirklich viel kümmern muss. Ich meine, ich kann jetzt nicht hier irgendwie 200 T-Shirts drucken und mir hier 5 Kartons in die Bude stellen, das funktioniert so nicht. Ich stelle die Designs bereit und Teespring kümmert sich um Produktion, Versand und auch Support. Der Erlös davon wird dann zwischen Teespring und dem Kanal geteilt. Das heißt, wenn ihr euch also demnächst schick einkleiden mögt, dann unterstützt das zu 100% den Kanal. Yay! Ich habe auch schon deutlich mehr Samples hier, als ich eigentlich haben wollte. Und für mich, der ich eh größtenteils Band-Merch trage, sind das echt super Alltagsklamotten. Fun Fact, die Mund-Nasen-Bedeckung trage ich mittlerweile fast nur noch, wenn ich nicht gerade eine FFP2-Maske brauche. Ich finde die übelst bequem, weil die richtig viel Stoff haben. Die T-Shirts und Kapus, die ich hier habe, die sind im Prinzip Standard. Also wenn ihr mal auf einem Konzert wart und ein Tour-Shirt gekauft habt oder ihr generell mal ein Band-Shirt gekauft habt, dann ja, das ist das Gleiche. Konnte nichts Negatives finden, aber ich konnte die jetzt natürlich auch noch nicht Langzeit tragen. Gut, ich glaube, das reicht jetzt auch mit Teleshopping. Oder ihr wisst, wo es das gibt und ich glaube, ich habe euch alle weiteren relevanten Infos mitgegeben. Wenn es dazu Fragen gibt, dann einfach immer raus damit. Gerne in die Kommentare oder auch sehr gerne auf dem Community-Discord. Die eine oder andere Designidee habe ich auch noch, die ich unbedingt noch umsetzen möchte, weil das macht echt Spaß. Ich kann meiner Kreativität da wirklich freien Lauf lassen, aber das muss gerade noch etwas warten. Ich will sagen, auch der Merch-Shop wird sicherlich kontinuierlich weiterentwickeln. Wie so ziemlich alles andere hier. Na toll, jetzt sabbel ich schon so lange rum und ich habe euch noch gar nicht gesagt, was wir hier eigentlich gerade fliegen. Wir fliegen gerade mit meinem Geschwader zurück von Georgien nach Nevada, denn das wird das nächste, was es für euch auf die Augen gibt.
Irgendwann im Oktober oder so, oder vielleicht war es November letztes Jahr, haben wir von Nellis nach Senaki verlegt für eine kleine Mini-Story-Kampagne, die wir uns so ausgedacht haben. Und die haben wir ziemlich genau jetzt abgeschlossen. Also gleich, wenn wir in Nellis landen. Aber bis dahin dauert es noch so lange, dass es das heute nicht mehr zu sehen geben wird. Aber demnächst. Denn ich hatte in jedem Flug die GoPro auf dem virtuellen Helm und ich habe einfach alles aufgenommen und mit gar nicht so wenig Aufwand zusammengeschnitten. Da sind 8 Videos bei rausgeplöppt und ich nehme euch da einfach von der Hinverlegung vor 4 Monaten mit durch die ganze Kampagne bis quasi jetzt, bis zum Rückflug nach Nevada. Das hier wird quasi das Ende des 8. Videos. Wenn ich Kampagne sage, dann erwartet jedoch bitte keine full-blown All-Out-Kampagne, in der wir es ab dem ersten Tag gleich mit ganz Russland aufnehmen. Das wäre absolut nicht unser Stil und das ist auch das erste Mal, dass wir jetzt so eine kleine Kampagne gemacht haben. Wir tasten uns an alles immer sehr langsam und bedächtig ran, was ich extrem gut so finde. Irgendwann in den nächsten Tagen wird das erste Video dazu kommen und dann denke ich, wird es so eines pro Woche. Wenn das dann durch ist, dann geht es vermutlich auch direkt im Anschluss weiter mit ein paar Videos in der Grundlagenserie. Wenn ihr den Neuigkeiten auf dem Discord folgt, dann wisst ihr schon was länger, dass ich an ein paar Dingen für die Grundlagenserie werkel und ich denke, so langsam kann ich da die Katze auch mal aus dem Sack lassen. Ich habe im Oktober meine Patrons gefragt, welches Thema sie gerne sehen würden aus einer vorgegebenen Liste an Themen und die Wahl fiel auf Formationsflug. Also mehr oder weniger. Formationsflug war mit einem anderen Thema gleich auf und ich habe mich dann dafür entschieden. Ich wusste ehrlich gesagt vorher nicht, was ich damit eigentlich angerichtet habe, denn so ziemlich in jedem Video dazu habe ich gemerkt, dass ich viel mehr sagen und erklären muss, als eigentlich geplant war. Das heißt, alleine das Thema Formationsflug wird die Größe der Grundlagenreihe auf das Doppelte anwachsen lassen, wenn nicht sogar noch mehr, denn die Produktion dafür, die läuft gerade noch. Deshalb kommt das auch nur vermutlich direkt im Anschluss an die Videos meines Geschwaders, aber zumindest, wenn nicht direkt im Anschluss, dann kurz darauf. Ich hoffe, ich komme damit rechtzeitig durch, denn neben dem, was ich euch bis jetzt gesagt habe, laufen gerade im Hintergrund noch 3 andere Projekte, die es für euch irgendwann auf die Augen geben wird. Die laufen gerade im Prinzip mehr oder weniger alle 3 gleichzeitig, aber zu den 3 Projekten möchte ich gerade noch nichts sagen, das werdet ihr dann einfach sehen. Vermutlich sogar auch recht zeitnah schon und nicht alles davon hier auf dem Kanal. Ach, lasst euch überraschen, das wird echt cool. Die beste Quelle für Neuigkeiten dazu wird wahrscheinlich das Community-Discord sein, aber ich denke, das werde ich auf jeden Fall auch auf dem Community-Tab hier auf dem Kanal ankündigen. Also wenn ihr hier auf Abonnieren gedrückt habt, dann kriegt ihr das auf jeden Fall auch mit. Ja, das war kein sehr langes Update, aber das ist ja nichts Schlechtes. Für die nächste Zeit steht also einiges an und ich denke auch das restliche Jahr über wird uns hier echt nicht langweilig mit dem, was so an Modulen für DCS rauskommen soll. Hui, das wird eine ganze Menge zum Einarbeiten. Und ganz eigentlich könnte ich langsam auch mal wieder in den Flight Simulator reinschauen. Mal sehen. Ich bringe uns hier dann mal wieder heile nach Nellis und wir sehen uns sicherlich beim nächsten Mal, nämlich die Tage im ersten Video zu unserer Kampagne wieder. Was immer ihr so treibt, bleibt mir bitte gesund und passt gut auf euch auf da draußen. Bis dann!